Willkommen zurück bei Lies of Pi. So, jetzt muss ich wieder überlegen. Dann ging es raus, also hier lang. Mit dem Untergrund machen wir später. Wir brauchen, denke ich mal, auch ein bisschen mehr Widerstand auf Verfall. Damit das Ding nicht so hoch geht, so schnell. Die Leiste da. Ich versuche mich gerade so ein bisschen zu orientieren. The Grand Exhibition theme was automatic puppets and city of the future. The plan was to showcase and demonstrate the most advanced technology in Krat. But you know the rest. You can't hold an exhibition in a city that's fallen into utter chaos. And now the whole city is an exhibition of a nightmare. Platz der großen Ausstellung. Die große Statue. Wenn die weiter wechselt, haben die keine Haare, ne? Ich vermute mal fast, man kommt da nicht so einfach rein, oder? Sehr schön. Guten Tag, Meister. Scheiße, der war schneller. Der war schneller. Scheiße. Alter, hallo? Und cool. So, hier komme ich definitiv wieder nicht durch. Was läuft denn da unten rum? Alter. Ich will es noch gar nicht probieren. Wer weiß, was kommt. Scheiß Wuffel ist da auch noch, ey. Der geht also automatisch in Verteidigungsstellung danach, okay.
Ja, ich hab's geahnt. Ach, da oben. Okay. Oh, der hat einen Stachel drauf, ja? Okay. Okay. Mal gucken, was uns da oben erwartet. Scheiße. Hallo. Das lief ja wieder super, ey. Scheiße, oh Gott, ich mache ja gar keinen Damage. Lululululul, sorry. Ich steck fest. Alter, der kann ja richtig ab. War natürlich wieder mega mutig, aber ist mir egal. Und der hat auch nicht irgendwas Special-mäßiges fallen lassen, ne? Ich frag mich, was da oben in... Ach ja, hier war ja was. Die Waffe können wir nicht zufällig mitnehmen, ne? Wir können damit jetzt fahren. Wo würde es denn hingehen?
Darüber wahrscheinlich. Ach, zum anderen Gebäudeteil würde ich mal vermuten, wa? Okay, dann probiere ich trotzdem vorher dann doch lieber mal die Tür. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die eventuell verschlossen ist. Wo sind hier überhaupt? Ich will mal sagen, die Boxen, aber damals hieß das ja noch anders. Wo kommt die Mucke raus? Die Lautsprecher. Auf jeden Fall ist das die gleiche Statue, wie glaube ich, wie beim Bahnhof am Anfang. Ja, ich habe es mir gedacht. Verdammt. Na dann. Na, guck mal, diese Puppe, oder würde ich fast sagen Roboter, diesen Roboter, kennen wir ja schon aus der Fabrik. Irgendwie würde es mich nicht wundern, was ist denn da hinten? Da hat sich doch was bewegt. Wenn man runterklettert und, oh, man muss auch runter, scheiße. Und er gleich zum Leben erweckt. Was ist das denn alles? Was hat denn er da hinten? Ist das ein Dämon? Eine Dämonpuppe? Ah, hier ist auf jeden Fall ein Stargazer. Also wird er nicht zum Leben. Ups. Erwachen. Jetzt können wir wahrscheinlich von hier die Tür aufmachen. Oder gar nicht.
Wahrscheinlich so eine Art Abrisspuppe, ne? Puppen der Zukunft, die eisernen Giganten, die uns in eine neue Ära führen werden. So. Was ist das? Was soll das darstellen? Augenscheinlich ist es ja nie zu der Eröffnung der Ausstellung gekommen. Ich hoffe bloß, der Ene hier aktiviert sich hier nicht gleich. Zumindest anvisieren kann ich nicht. Das dürfte der sein, der da hinten auch rumfährt, ne? Leck mich! Wieso kann ich nicht anvisieren? Jetzt. Leck mich doch! Das war ja fies. Ich habe echt damit gerechnet, weil ich den nicht anvisieren konnte, dass mit ihm doch nichts passiert. Gemein. Ist natürlich auch clever von den Entwicklern gelöst. Dass sie quasi alles noch hier so verhangen lassen, dann brauchten sie sich jetzt keine weiteren Puppen dafür ausdenken, ne? Warum sind die jetzt eigentlich schon wieder aktiv? Die waren doch eigentlich eher alle so melancholisch. Wie komme ich jetzt eigentlich dahinter? Von oben nur oder was? Ja, von der oder der Seite ja scheinbar nicht. Oder? Ist hier irgendwas? Dass ich vielleicht ganz weit in die Richtung muss. Gucken wir mal. Ne, hier geht's nicht lang. No. Der andere kommt auch, ne? Scheiße. Oh.
Was hatte diese Puppe für einen Sinn? Vor allen Dingen mit Stacheln vorne dran. Sonst hätte ich ja gesagt, so Bohrmaschine oder auch, dass es Holz zersägt oder sowas, ne? Aber brauchst gar nicht so zu knurren. Eins, zwei. Oh. Gut. Wird wieder Zeit für ein Päuschen Spitze, bedanke mich. Bis denne.